Salut, ich bin Lisa und heute gibt es meinen Lesemonat März, April und Mai für euch. Tatsächlich habe ich das erste Buch gar nicht mehr hier, das hatte ich mir nämlich ausgeliehen, und zwar Unerhörte Stimmen von Elif Shafak. Der Roman erzählt im Grunde die Geschichte einer jungen Frau, die tot in einer Mülltonne gefunden wird. Es ist Leila und ihre Geschichte wird von ihr selbst nach dem Tod rekapituliert mit all ihren Erfahrungen, mit ihren Freundschaften, die sie geführt hat und die sie zu dem Menschen gemacht haben, der sie ist. Und ich muss gestehen, wenn ich so rational drüber nachdenke, dann hat mir diese Geschichte gut gefallen, auch wenn ich, was die Geschichte, was den Plot betrifft, so ein paar Schwächen gesehen habe auf jeden Fall. Manche Sachen waren zu ausführlich, manche viel zu wenig beschrieben. Am Ende ging alles ganz, ganz schnell. Trotz dieses rationalen Blicks, den ich auf diese Geschichte werfen kann, muss ich sagen, sie hat mir nicht gut gefallen. Beziehungsweise, ich habe sie gelesen, aber ich habe sie nicht gern gelesen. Es lag einfach daran, dass ich nicht wirklich Lust auf diese Geschichte hatte. Das kann der Nachteil sein, wenn man für den Leseklub was liest. Ich tue mich da manchmal etwas schwer, weil ich ja dann doch sehr belesen bin in der Hinsicht, dass ich genau weiß, worauf habe ich jetzt Lust. Ich habe noch so viele andere Geschichten hier, anders als Leute, die sich vielleicht weniger damit befassen und kein Problem haben und das lesen, was ihnen vor die Nase fällt. Ja, ich bin da ganz anders. Ich suche mir akribisch raus, was lese ich. Und dadurch kann ich tatsächlich auch viel vermeiden, beziehungsweise viele schlechte Bücher vermeiden. Zumindest würde ich das aktuell so behaupten. Hinzu kam, dass die Geschichte in einem Kulturkreis spielt, der mich tatsächlich ganz, ganz wenig reizt. Und das hat keinen rationalen Grund. Ich kann da einfach nur sagen, weiß nicht, vielleicht bin ich doch nicht reif genug für. Das Ganze spielte in der Türkei. Und ich weiß nicht, ich kann mit dieser Kultur nicht so viel anfangen im Moment. Es hat mich einfach nicht so gereizt. Und das hat im Grunde dann dazu geführt, dass ich nicht so ganz in die Geschichte emotional reingekommen bin und demnach finde ich es auch nicht schlimm, dass ich dieses Buch nicht mehr besitze. Aber ich kann auch verstehen, dass das Buch sehr viele gute Bewertungen hat und dass es ein wichtiges Buch ist. Und das ist tatsächlich auch das, was mir am besten an der Geschichte gefallen hat. Der Titel, die deutsche Übersetzung des Titels, Unerhörte Stimmen, ist nämlich doppeldeutig. Einmal die Stimmen, die man nicht hört, weil, zum Beispiel die Protagonistin ist tot und weil es vielleicht um Randgruppen der Gesellschaft geht, die ja auch keine Stimme wirklich haben, denen man nicht zuhört. Plus unerhört im Sinne von, das ist ja unmöglich, dass man so etwas erzählt, dass die so etwas sagen. Diese Doppeldeutigkeit, die fand ich ziemlich toll und die gibt diesem Buch den richtigen Vibe, würde ich mal so ganz vorsichtig sagen. Das nächste Buch war ebenfalls ein Buch für denselben Leseklub. Ihr wisst vielleicht, ich bin in Zweien. Und das war Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Das hatte ich damals vorgeschlagen und ich habe mich super doll gefreut, dass wir das gelesen haben. Beziehungsweise, also ich warte noch auf den Termin, dass wir es besprechen. Ich habe es mal ausnahmsweise früher als die anderen fertig. Und man sieht auch hier wieder, dass ich mir viel markiert habe. Ich will gar nicht zu viel über diesen Roman sprechen, weil ich plane, ein gesondertes Video zu Erich Maria Remarque und drei ausgewählten Büchern zu machen. Vielleicht so viel. Es geht um den jungen Mann Paul Bäumer, der als Soldat an der Westfront dient. Und er beschreibt eben, was er dort erlebt. Und ich denke, man muss gar nicht mehr so viel dazu sagen. Wenn ich die Widmung hier vortrage, dann wird relativ schnell klar, welchen Charakter diese Geschichte hat. Dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Also auf jeden Fall ein sehr kritisches Buch. Bei Remarque, als kleiner Teaser vielleicht noch für dieses Video, was bald kommt, ist auf jeden Fall die Sprache das, was mich auch immer am meisten begeistert. Ihm gelingt es, die unglaublichen Grausamkeiten des Krieges mit so einer Bild- und Wortgewalt zu beschreiben. Ich werde dazu dann nochmal gesondert in dem Video sprechen. Nur so viel, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es nicht am Stück lesen können, weil es doch für mich zumindest sehr emotional war. Und gleichzeitig, vor allem das Ende, ach, ich würde jetzt so gerne spoilern, wie das Ende ist, weil es einfach so großartig den Krieg zusammenfasst und das Leben und den Wert des Lebens des einzelnen Soldaten. Ganz tolle Sache. Auch hier kommt man auf seine Kosten, wenn man eben den sprachlichen Stil zelebriert, wenn man gerne nach Metaphern und Symbolen Ausschau hält, dann, wie gesagt, dann ist das hier auf jeden Fall was für euch. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wir sind, ich glaube, im Monat April und man merkt, dass ich da nochmal viel intensiver in meine Bachelorarbeit eingestiegen bin.
Ich habe es ja schon erwähnt, ich bin aktuell noch dran. Ich schreibe über zeitgenössische Rezeption des Ersten Weltkrieges, und zwar in der französischsprachigen Literatur. Und zu dem Zweck habe ich natürlich dann auch Bücher aus Frankreich gelesen, unter anderem von Louis-Ferdinand Céline, Reise ans Ende der Nacht. Ich möchte gar nicht über den Autor groß diskutieren. Es steht sehr viel Schlechtes über diesen Menschen im Raum, unter anderem, dass er Antisemit war. Da will ich gar nicht drüber sprechen, sondern über den Inhalt, der auch harter Tobak war. Also vielleicht mal vorweg, man kann sehen, ich habe mir sehr viel markiert, da war sehr viel Gutes dabei. Es geht im Grunde um Ferdinand Bardamu, einen jungen Mann, der sich freiwillig für den Krieg meldet, den Ersten Weltkrieg. Und er kehrt zurück und ist seitdem im Grunde nur noch auf der Flucht. Er verschwindet in die Kolonien, er kommt wieder zurück nach Frankreich, versucht da seine Praxis aufzubauen, also wieder sein Arztstudium aufzunehmen und so weiter und so fort. Also es sind sehr viele verschiedene Episoden seines Lebens auf 600 Seiten. Das Besondere ist unter anderem der sprachliche Stil, den Céline hier gewählt hat. Es geht hier auch im Grunde um die Abrechnung der Unmenschlichkeit, der unwürdigen Lebensverhältnisse. Also es ist auch sehr politisch. Und tatsächlich wurde es mir gegen Ende dann doch etwas schwer. Das Lesen hat mir nicht mehr sehr viel Spaß gemacht. Der Anfang war unglaublich gut, gerade die Beschreibung, also der erste Part, die ersten 100 Seiten, die sich ausschließlich mit dem Ersten Weltkrieg befassen, die waren unglaublich gut. Da habe ich mir auch richtig viel markiert, da sind so unglaublich tolle Zitate. Also ich würde euch am liebsten hier um die Ohren hauen. Also das hat mich sehr, sehr, sehr begeistert und zeichnet auch hier wieder ein sehr trauriges, ein sehr schreckliches Bild des Krieges. Nichtsdestotrotz, am Ende hat das für mich dann nachgelassen, wurde zunehmend schwieriger zu lesen, weil der Stil halt auch irgendwann anstrengend wird. Zumindest wurde er das für mich. Und nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, diesen Roman gelesen zu haben. Ich kann ihn eingeschränkt empfehlen. Und dann habe ich natürlich, wie kann es anders sein, auch nochmal das Buch gelesen, was ich für meine Bachelorarbeit gerade auseinandernehme. Ich bin so froh, wenn das geschafft ist. Das ist bei aller Liebe, ich kann langsam nicht mehr den Text sehen. Und zwar Pierre Lemaitre's Au revoir là-haut. Es geht um zwei Soldaten, Edouard und Albert, die den Ersten Weltkrieg zwar überleben, aber als Kriegsversehrte zurückkehren und merken, dass in der Nachkriegszeit oder in der Gesellschaft, der französischen Nachkriegsgesellschaft, kein Platz mehr für sie ist und die daraufhin wütend werden und einen Racheplan schmieden. Damit befasse ich mich, ich würde behaupten, Problemgehalt dieses Romans im Grunde unter anderem die Kritik der französischen, eingeklammert, Erinnerungskultur. Und ich verschone euch aber jetzt mit einer genauen Analyse. Das soll hier ja nicht jetzt die Werbung für meine Bachelorarbeit sein, sondern ja. Das ist auf jeden Fall aber ein sehr lohnenswerter Roman, also schaut euch den sehr gerne mal an. Arbeitet meiner Ansicht nach auch mit relativ offensichtlichen Bildern, Motiven, Symbolen und demnach macht das auf jeden Fall auch Spaß. Und die Art und Weise, wie erzählt wird, hat etwas Leichtes, etwas Komisches. Das Ganze ist generell durch sehr groteske Züge sehr markant. Schaut es euch mal an, ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich hätte es mir sonst nicht für meine Bachelorarbeit ausgesucht. Ja, langsam wurde es viel mit der Kriegsthematik. Ich brauchte eine Pause, ich habe sie aber noch nicht in Gänze bekommen, denn wir haben dann ein Buch für den Lesekreis gelesen, was sich nicht direkt damit befasst, aber was auch Anklang findet, und zwar Erich Kästners Der Gang vor die Hunde. Diesen Roman habe ich schon mal in die Kamera gehalten und Leute, also bitte, bitte, bitte lest euch diesen Roman durch. Jetzt kommt das Perfide, ich kann euch nicht versprechen, auch nur ansatzweise gut zusammenzufassen, worum es hier geht. Dieser Roman ist im Grunde eine satirische Darstellung der Zwischenkriegsgesellschaft in Deutschland. Es geht zentral um Fabian, beziehungsweise also um Jakob Fabian, der in Berlin lebt und der sich als Moralist bezeichnet, und zwar Moralist im Sinne der Moralistik, das heißt, er ist jemand, der die Gesellschaft, die Sitten, die Werte beobachtet und beschreibt und deutet, aber nicht jetzt hier groß mit dem Finger wirbelt, so, oh, das musst du jetzt aber anders machen. Das Besondere an dieser Geschichte ist also, dass wir einem jungen Mann folgen und seinen Erlebnissen, und diese Erlebnisse, die sind so, ich kann das nicht mal ansatzweise in Worte fassen, die sind teilweise so bescheuert, so verrückt, so grotesk. Die Figuren, die hier gezeichnet werden, die sind schon fast überzeichnet, Karikaturen. Und also es ist ein unglaublich gutes Buch, was ich, würde ich behaupten, aber noch nicht ansatzweise in Gänze verstanden habe. Das ist ja auch das
fiese. Erich Kästner sagt am Ende so, übrigens, das ist nichts für denjenigen und das Buch ist nichts für denjenigen und der, der hier lacht, der hat das eh nicht verstanden. So, okay, ich habe gelacht, scheiße. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Der Erzähler vermittelt einem nicht das Gefühl, dass es super entscheidend ist, dass wir hier den Protagonisten vor uns haben, sondern dass auch der nur ein kleines Licht am Horizont ist, dass der auch nur, ach, ja, dass die Geschichte sich zwar um ihn dreht, aber dass nicht das Schicksal jetzt hier seinen Weg bestimmt, sondern es ist alles vom Zufall gezeichnet. Es kommt halt, wie es kommen soll und friss oder stirb, so nach dem Motto. Und wie gnadenlos die Gesellschaft ist und wer dieser Gesellschaft überlebt und wer nicht, das zeigt Erich Kästner auf eine sehr besondere Art und Weise, auch mit einem sehr spannenden Humor. Ich habe in meinem Klassiker-Video, also in einem Klassiker-Tag-Video, ein bisschen vorgelesen, werde das jetzt also an dieser Stelle nicht mehr tun, aber auf jeden Fall gibt es eine Szene, die hat mir Tränen in die Augen getrieben vor Lachen, was sehr selten ist. Ich wurde leider unterbrochen. Also, ich wollte gerade ausführen, dass in dieser Szene Labude und Fabian, also nein, anders, Fabian und sein Freund Labude in einem Bus sitzen. Und die beiden, ja, die haben Lust, die Leute zu verarschen. Und daraufhin zeigt dann nämlich Labude willkürlich auf irgendwelche Sehenswürdigkeiten, sehr bekannte Dinge der Stadt Berlin und fragt dann eben, ja, was ist das denn? Und dann fängt Fabian nämlich an, ja, das hier, das ist die Irrenanstalt und so weiter und so fort. Und er verarscht im Grunde, oder er verzieht dieses Stadtbild und auf eine so komische Art. Es ist so lustig, wie die Insassen des Busses immer wütender werden und ja, diese Stimmung sich immer höher schaukelt. Es ist eine unglaublich gute Szene. Falls ihr die gerne vorgelesen bekommen wollt, schaut mal beim Klassiker-Video vorbei. Da solltet ihr die finden und ja. Also für mich auf jeden Fall ein Jahreshighlight und für mich steht fest, ich möchte sehr viel mehr von Kästner lesen. Der Schreibstil war großartig, die Thematik ist sehr besonders, die Art und Weise, wie die Gesellschaft gezeichnet wird. Und man hat einfach das Gefühl, das kann einen frustrieren, aber mich spornt es auch gleichzeitig an, dass man da noch so viel mehr finden kann, wenn man es nochmal liest und nochmal. Und ja, das Ganze hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich noch mehr von Erich Kästner lesen will und auch schon gekauft habe für andere. Ich werde nach Frankreich gehen, und zwar als Au-pair, und habe für die Kiddies da Erich Kästner Bücher gekauft auf Französisch, damit die ein bisschen deutsche Kultur mitkriegen. Und Erich Kästner ist ja wohl einer der deutschen Kinderbuchautoren, deswegen, ja, ich war jetzt so im Erich Kästner Fieber, dass ich gedacht habe, das passt doch ganz gut. Gott, ich habe echt viele Bücher gelesen, beziehungsweise auch viele Bücher, die nicht ganz einfach in der Kost sind. Jetzt ein weiterer Klassiker, und zwar 1984 von George Orwell. 1984 ist ein sehr großer Klassiker, dystopischer Klassiker der englischsprachigen Literatur. Die meisten haben ihn eh schon gelesen und ja, ich war so ein Nachzügler und wir haben das gemeinsam im Lesekreis gelesen, was eine Bereicherung war. Also übrigens auch hier, das war der gleiche Kreis. Ich finde, wir lesen echt gute Bücher. Und es geht im Grunde um einen totalitären Staat, der seine Bürger nicht nur überwacht, sondern auch lenkt, sehr, sehr stark lenkt und beeinflusst. Und es geht im Grunde um einen jungen Mann, dem wir folgen. Wir merken schon gleich, er ahnt, dass da irgendwas mit dem System nicht stimmt. Er hat so eine Art Revolte schon innen drin und er fängt dann nämlich an, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Einer der bekanntesten dystopischen Sprüche stammt aus diesem Roman Big Brother is watching you. Überall kann man beobachtet und überwacht werden. Das hat schon ein ganz schön beklemmendes Setting, muss ich gestehen. Und am spannendsten fand ich den Aspekt der Sprache, der hier unter anderem behandelt wird. Es geht darum, was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Welche Wörter sind vielleicht bald überflüssig? Wie drücken wir uns am besten aus? Und ich finde auch, das ist ein sehr, sehr, sehr aktueller Diskurs, der mich selbst total in den Wahnsinn treibt. Dieser Diskurs eben, was Sprache kann, was für eine Macht Sprache hat, aber auch was für Möglichkeiten man hat, mit Sprache Leute einzugrenzen. Es geht dann zum Beispiel hier darum, dass man einfach gewisse Wörter aus dem Wörterbuch streicht, dass man die nicht mehr sagen kann und dass man dann auch irgendwann nicht mehr denken kann, weil diese Wörter fehlen, dass sie dann auch gar nicht mehr verstehen, was man früher gesagt und gedacht hat. Also das fand ich so beklemmend, faszinierend und aktuell. Das war mein Highlight, muss ich gestehen, an dieser Geschichte. Nach so viel anspruchsvoller Literatur habe ich dann, man möge es kaum glauben, mal wieder zu Jugendbüchern gegriffen. Und zwar zu Jugendbüchern, wo im Grunde es nur um die Handlung geht und ich hatte so viel Spaß, es hat mich so beflügelt, es hat mir so viel Lesefreude zurückgegeben, weil das vergesse ich manchmal bei Büchern oder den Romanen, die ich lese, das sind oft ja, belletristische Romane, Klassiker, wo man sehr viel interpretieren kann, wo man sich wirklich durch das Werk manchmal durchwühlen, arbeiten muss, kämpfen muss und da
ist mir dann auch oft die Frage gekommen, Mann, wie machen das Leute, die einfach 14 Bücher im Monat lesen? Ja, das sind dann wahrscheinlich Leute, die primär erstmal spannungsgeladene Geschichten entdecken und nicht die großen Wälzer der Weltliteratur. Ich habe nur für mich gemerkt, Lisa, du Idiot, mach das auch mal öfter. Weil das macht es nochmal leichter. Man kommt besser durchs Buch durch, beziehungsweise man hat vielleicht einfach mal pur nur Spaß. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Lesen soll ja auch beflügeln. Und deswegen habe ich mir diese zwei Schmuckstücke hier gegriffen, die schon sehr lange auf meinem Sub waren tatsächlich. Und ich sehe das Ganze mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Weinend, weil jetzt ist irgendwie schon komisch, wenn man immer weiß, die Geschichte wartet noch auf einen und jetzt nicht mehr. Aber es ist auch irgendwie schön zu wissen, ja, wie geht die Geschichte überhaupt aus, ne? So. Und es würde mich nicht überraschen, warum ich diese Geschichte jetzt gelesen habe, denn die Serie ist ja verfilmt worden. Die Geschichte ist als Crossover gestaltet mit einer anderen Reihe von Libert Hugo, die im selben Universum, im Grishaverse, oh mein Gott, spielt. Und demnach, das hat mich ein bisschen genervt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Figuren zu kurz kommen, dass sie nicht tief genug mehr wirken, weil sie eben, ja, plötzlich weniger Sendezeit haben. So. Und trotzdem war die Serie sehr gut. Ich war wieder in dieser Gefühlswelt drin. Ich war sehr angefixt von der Liebesgeschichte und habe dann gesagt, komm, du musst wissen, wie es weitergeht. Habe mir also den zweiten Band geschnappt und habe den weggesuchtet innerhalb von 3 Tagen und lag dann da und dachte, scheiße, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann habe ich den dritten noch gelesen und es war ein wunderbares Leseereignis. Also ich hatte so viel Spaß. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Es war so toll, dass ich mir gleich noch mehr Bücher aus diesem Universum gekauft habe, weil ich ja nicht aus dieser Geschichte raus möchte, weil es einfach Spaß macht und ich die sehr toll konzipiert finde. Es ist eine sehr besondere Welt, auch weil sie eben russisch angehaucht ist. Vielleicht mal kurz für diejenigen, die Grisha nicht kennen. Es geht im Grunde um eine junge Frau, und zwar Alina, die ein ganz normaler Mensch zu sein scheint. Es gibt aber in der Welt, in der Alina lebt, in Ravka, gibt es Menschen mit besonderen Fähigkeiten, und zwar die Grisha. Die können zum Beispiel die Elemente beherrschen, die können heilen. Es gibt verschiedene Kategorien. Und es stellt sich heraus, dass auch sie eine Grisha ist und damit beginnt das Abenteuer. Es gibt eine tolle also ich finde die Liebesgeschichte toll. Es gibt eine tolle, fantasiereich gestaltete Welt. Und was ich super spannend fand, war, ich habe ja ein Buch unter anderem vom DK-Verlag bekommen, Sagen und Mythen, und habe da auch ein bisschen die russische Mythologie mir angeschaut, so gut es eben ging. Und habe da einfach ein Fabelwesen entdeckt, was auch im Grisha-Universum vorkommt. Das fand ich richtig cool, wenn man dann auch merkt, ja, die Autorin, die kennt sich wirklich ein bisschen aus, die hat ein bisschen recherchiert. Das hat dann nochmal mehr Spaß gemacht, muss ich gestehen, nachwirkend. Und ja, es ist großartig. Es hat mich beflügelt. Ich will gar nicht zu genau darüber nachdenken, wie die Figuren jetzt konzipiert sind. Ich muss sagen, mir hat in erster Linie die Art und Weise gefallen, wie die Geschichte sich entwickelt hat, der Handlungsverlauf, die Probleme, vor der die Figuren stehen. Und ja, es gab auch Szenen, da habe ich am liebsten mal gedacht, ich nehme jetzt diesen kleinen Charakter und schlage ihn gegen die Wand und prügel ihm Vernunft ein. Letzten Endes hat sich für mich aber alles gefügt und ich war sehr zufrieden mit dem Ende. Also gerade das Ende, ja, die Auflösung, die war richtig geil. Wenn ich, wie gesagt, allein auf der Handlungsebene bleibe und jetzt mal genaue Figurendarstellungen etc. vergesse. Auch der Schreibstil ist jetzt nicht mega krass gut, liest sich gut, gibt nichts, worüber man stolpert, meiner Ansicht nach. Und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, wir werden zunehmend dunkler. Ich fürchte, weil ein Gewitter wieder aufzieht. Also sorry für den Lichtwechsel, da müssen wir durch. Aber wir haben es fast geschafft, es gibt nur noch ein Buch. Nach Grisha war mir dann tatsächlich nach noch mehr Liebe. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe gerade ein sehr großes Liebesbuchbedürfnis wieder und habe dann nämlich zu einer der größten Liebesgeschichten schlecht hingegriffen, zu Tristan und Isolde, neu erzählt von Günther de Bruyne. Das ist tatsächlich auch eine Subleiche von mir, jetzt nicht mehr. Und ich würde behaupten, Tristan und Isolde kennt man so wie Romeo und Julia. Vielleicht ein bisschen weniger. Es ist eine Geschichte aus dem Mittelalter, die sich um zwei Liebende dreht, die eigentlich aber nicht zusammen sein können. Denn Tristan und Isolde verlieben sich aufgrund eines Zaubertranks und sie sind eigentlich gar nicht füreinander bestimmt. Isolde ist einem anderen versprochen. Und im Grunde geht es darum, dass sie diese verbotene Liebe dann trotzdem heimlich
wie sagt man das jetzt? Welches Verb passt hier? Sie lieben sich trotzdem heimlich, ja. Und ich kannte bis dato nur den Film von oder mit James Franco, der ja dann doch sehr Hollywood-mäßig abgeändert ist. Also da gibt es keinen Zaubertrank oder sonst was. Es ist viel normaler hergeleitet, warum die sich verlieben und so weiter und so fort. Ist auch sehr, sehr sehenswert. Ein Film meiner Kindheit tatsächlich. Aber ich wollte dann doch auch mal das Original genauer betrachten und ich wollte aber nicht diese, ich glaube, 600 Seiten Mittelalter Epic mir geben. Das war mir dann doch zu viel. Und diese Nacherzählung war perfekt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich auch etwas inspiriert, wenn ich ehrlich sein soll. Und ja, das waren die Bücher, die ich gelesen habe. Ich finde, es waren viele. Wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher. Okay, in 3 Monaten. Nein, 9. Eins habe ich ja hier nicht mehr. Und ich sage nochmal zu meiner Verteidigung, ich schreibe meine Bachelorarbeit. Ich bin sehr zufrieden. Und vor allem waren es richtig gute Bücher. Also lieber wenige gute als viele schlechte. Und jetzt zum Schluss noch die Frage an euch. Was war denn in dieser Zeit so euer Highlight? Habt ihr gute Bücher gelesen? Ich hoffe es natürlich. Dann gerne, falls ihr Tipps habt, ab in die Kommentare. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Geschichten, auch wenn hier noch ganz viele andere tolle warten. Und ja, dann bedanke ich mich tatsächlich, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Vielen Dank für eure Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!